Eine neue Folge von The Fischer Online. Wir starten hier heute mal wieder am französischen Gewässer in Frankreich, am Karpfenpuff. Aber heute sind wir auf Forellen aus. Forelle am Karpfenpuff auf Pose. Genau, wir sind hier am Karpfenpuff, gegenüberliegend hier vom Startpunkt quasi, hier so ein bisschen an der Ecke. Und hier habe ich meine drei Posen schon ausgeworfen. Drei Posen mit unterschiedlichen Ködern, beziehungsweise unterschiedlich zusammengebaut. Ich habe hier mal den Einserhaken und die Fliege genommen, wobei die Fliege bei der Forellenart gar nicht so gut ist. Deutlich besser funktioniert eigentlich der Einser- bzw. Zweierhaken auf dem Schrimp. Das habe ich hier einmal zusammengebaut. Und hier, ja, da zuppelt es auch schon und da kommt auch schon der Biss. Hier habe ich die Kombination Einserhaken und Schrimp. Und bei allen drei Routen, jawohl, Pound Trout. Da ist sie. Sehr, sehr schön. Also ein bisschen grell. Sehr schön. Ein bisschen bräunlich von der Färbung. Top. Bei allen drei Routen habe ich kein Vorfach dran. Die Vorfächer sind ja zurzeit nicht ganz so sinnvoll, beziehungsweise sollen gerade einfach keinen Nutzen haben. Hier bin ich noch relativ leicht und locker zusammengebaut. Das gesamte Forellenangeln ist ja auch fürs anfängliche Angeln hier am 18er super geeignet. Man kann mit den Forellen sehr gut Silber farmen. Hier dann einfach mit den leichten Posenruten angeln. Man kann sich auch leicht eine 12 Kilo Rute einfach kaufen. Die 12 Kilo Posenruten kosten gerade mal 100 Silber. Die kann man später ja auch dann wieder verkaufen, wenn man sie nicht mehr braucht. Aber mit diesen kleinen 12 Kilo Ruten und wenn man dann vielleicht schon die 18 Kilo Rollen hat, kann man hier ganz erfolgreich angeln. Keine Sorge, auch wenn das Setup quasi falsch zusammengebaut ist, so wie hier. Hier ist es völlig falsch zusammengebaut. Leichte Rute, viel zu schwere Schnur und Rolle drauf. Keine Sorge, auch das funktioniert. Ihr müsst an der Bremse gar nichts einstellen. Die Bremse ist jetzt hier gerade auf 11 eingestellt. Gucken wir mal, wie es hier eingestellt ist. Hier ist die Bremse auf 9. Genau. Und hier ist die Bremse auf 16. Also, hier ist sie auf 9. Warum ist sie hier auf 9? Weil ich hier eine 30 Kilo Schnur drauf habe. Das heißt, es passt sich automatisch richtig an. Ich ändere hier auch nochmal eben auf dem Schrimp. Ich sehe gerade, auf beiden Routen mit dem Schrimp geht es schon gut ab. Deswegen kommt hier auch nochmal direkt der Schrimp dran. Wo ist er, der Schrimp? Habe ich keinen Schrimp mehr? Zweierhook und Schrimp. So. Ich habe die Routen unterschiedlich oder die Köder unterschiedlich tief eingestellt. 30 cm, 40 cm, 50 habe ich jetzt gerade in der Hand. Weil die Forellen ja oberflächennah unterwegs sind. Und da ist auch eine schon dran. Und in der Mitte zuppelt auch schon eine. Da muss ich mich gleich mal direkt drum kümmern. Hier jetzt gerade auf dem Einserhaken. In der Mitte ist der Zweierhaken. Zack. Ja. Unmaßig, aber auch da müsste es von der Kohle schon ganz gut gehen. Gucken wir mal hier. Zack, die Pose liegt. Das ist auch ein Zeichen. Also wenn sie richtig flach auf der Oberfläche liegt, dann anschlagen. Ich habe in letzter Zeit viel rumexperimentiert, auch mit den Posen. Auch wenn man, wenn die gerade runter geht oder längere Zeit runtergezogen wird, die Pose, dann kann man anschlagen. Ich probiere auch gleich nochmal ein bisschen rum. Auch auf die Gefahr hin, dass hier mal eine Forelle ausschlitzt. Einfach ausprobieren und testen. Forellen, die dann im blauen Bereich sind, lohnen sich richtig. Da kriegt man richtig gut Silber.
Aber das sehen wir dann ja gleich beim Verkaufen. Und da geht es auch schon direkt weiter hier auf der 1. Zack. Jawohl. Die Pose ist umgekippt. Lag auch mit dem Kopf direkt flach. Also nicht nur schräg, sondern richtig flach auf der Oberfläche. Und dann kann man anschlagen. Linke Maustaste, rechte Maustaste. Und ab geht es. Ich denke, ich werde auch gleich hier den Haken ein bisschen größer einstellen. War das schon ein Biss? Nee, doch, das ist direkt ein Biss. Instant Biss. Hammer. Es spiegelt hier gerade so schlecht. Man sieht die Pose gerade so schlecht. Zack. Ja, das war verrissen. Ziehen wir mal direkt ein bisschen näher hier hin. Oder ich gehe gleich hier ein bisschen rüber und werfe dann hier so schräg hin. Also mit der Spiegelung, das ist ganz schlecht. Man muss ja schon genau sehen, wie sich die Pose verhält. Und da geht auf der 2 schon direkt. Oh. Das ist manchmal eigenartig. Ich heb die dann hoch, also ich drücke dann die Taste 2. Und will schon kurbeln. Und er packt es dann nicht. Dann sofort nochmal drücken. Nochmal linke Maustaste. Rechte Maustaste. Da geht es direkt weiter auf der 1. Es muss auf jeden Fall direkt gekurbelt werden. Der Anschlag muss kommen. Zack. Sonst hat man die Forelle nicht gehakt. Jawohl. Läuft, wehrt sich ein wenig. So muss das sein. Perfekt. Aber hier, das ist ja auch das leichteste Setup mit der 12 Kilo Schnur nur. Da sehen die kleineren Fische auch deutlich, deutlich actiongeladener dann aus. Am Balken. Und ich glaube, auf der 2 geht schon wieder los. Oh, oh, ho, ho, ho. Und da haben wir es, da sehen wir es unten. Also, Actionbahn nicht verändert. Beziehungsweise die Bremse nicht anders eingestellt als Standard. Und wie ihr gerade gesehen habt, es geht bis in den roten Bereich. Es ist automatisch so eingestellt, zack, dass das Setup nicht zerbricht. Wenn ihr also euch unsicher seid, oh fuck, ich habe jetzt irgendwie, bin ans Mausrad gekommen, ich habe irgendwie das, hab's irgendwie verstellt, lieber einfach nochmal einholen. Keine Ahnung, die Schnur abnehmen, neu dran machen. Das stellt sich automatisch richtig ein. So, dass ihr nicht irgendwie einen Rutenbruch, Schnurbruch, wie auch immer erleidet. Alter, das ist aber ein Brocken. Bäm. Richtig geil. 6,8 Kilo. Das ist mal was. Das ist mal was. Schön. Hat auch gut gekämpft. Und auf der 1 geht es schon weiter. Oh Mann, ey. 6,8 auf der 12 Kilo Schnur. Das Ding hätte erstmal noch ein bisschen Party gemacht. Aber egal. Besser so ein Fisch, der dann auch gut Geld bringt, als mit den dicken Karpfen in der gleichen Gewichtsklasse. Da ist man auch die ganze Zeit am Rumzerren. Zack, 2 Kilo, sehr schön. Und es lübt. Ich sag mal, die XP sind jetzt nicht so der Burner, aber die Kohle, das zahlt sich schon richtig aus. Jetzt merke ich gerade hier, auf der 3 tut sich gerade die ganze Zeit nichts. Deswegen hole ich das einfach nochmal rein hier. Ob sich da was vertüdelt hat, wie auch immer. Auf jeden Fall beißt gerade nichts. Ist alles richtig eingestellt. Und ich werfe einfach nochmal aus. Ja, und wie gesagt, wenn es halt auf 2 Ruten gerade beißt, einfach mal die dritte Rute verwenden. Und mit der dritten Rute dann auf Fliege fischen. Also, Fliegenrute in die Hand nehmen. Und dann raus damit. Zack. Auswerfen. Und dann kann man hier einfach mal ein bisschen zuppeln. Einmal ziehen. Und wieder ein bisschen zuppeln. Ziehen. Zap, zap, zap.
Und da, zack, kommt schon der Anbiss. Jawohl. Und der Brocken geht auch richtig steil. Und mir fällt sofort ein, Mensch, du hättest dir doch am 22er See in Italien schon die schwerere Fliegenroute holen können. Aber nötig ist es natürlich nicht. Es ist nur komfortabler. Man bekommt hier auch mit der 8 Kilo Route, man kriegt hier alles raus. Oh, schöner Fight, ey. Schöner Fight. Die geht gut ab. Ein bisschen hier. Zack, rechte Maustaste. Rechte Maustaste Solo. Linke Maustaste schnell einkurbeln. Rechte Maustaste Solo. Links schnell einkurbeln. Das ist dieses Pumpen, was man eben bei schweren Fischen gut machen kann. Man sieht es immer an der Schnuranzeige. Es wird zwar, also vom Sound hört es sich immer so an, als ob wahnsinnig viel Schnur abgespult wird dabei. Ist aber gar nicht so viel. Es geht ein bisschen was zurück, aber es geht deutlich mehr, wird wieder eingekurbelt. So, da kommt er langsam ran. Da kommt er ran, der Brocken. Schöne Forelle, jawohl. Auch nochmal so ein Prachtexemplar, ey. Hammer. Und dann hier rüberziehen, so ein bisschen zum Landen. Und einen Schritt drauf zu. Jawohl, da kommt der Kescher. Bäm, auch wieder richtig gut. Richtig gut. Ja, und so läuft das dann hier. Guck mal, da ist jetzt in der Zwischenzeit... Oh, der nächste Brocken. Oh Mann, ey. Jawohl. Auch hier jetzt auf dem 12 Kilo Setup. Schön so ein bisschen rechte Maus, dass die linke Maus das schräg hochhalten. Bisschen reinpumpen. Das ist eben das Entspannte hier. Also die Fische sind zwar groß und sie sind auch groß für die kleinen Posenruten, aber es ist alles machbar. Es ist alles machbar. Wenn man hier mit der 18 Kilo Rute unterwegs ist und man hat einen viel zu dicken Karpfen dran. Erstmal steht man dann hier ewig lange. Vielleicht mit Glück kriegt man den irgendwann mal müde. Aber effektiv ist das halt nicht. Alter. Jawohl. Zack, und gekeschert. Mega. Hammer. Wenn ihr euch jetzt denkt, ach ja, verdammt, was soll ich mit den Kohlen? Ich brauche ja auch XP-se. Für die XP... Da gab es ja schon ein anderes Video für die XP. Dann auf den Schwarzbarsch gehen. Das lohnt sich richtig. Aber für die Kohle, da ist dann die Forelle einfach nochmal deutlich effektiver. Auch gerade hier mit der Fliegenroute. 1, 2, 3. Einmal ziehen. 1, 2, 3. Einmal ziehen. Und einmal ziehen. Und so weiter. Jetzt geht hier gerade die... Oh, die 2 geht gerade ab. Man sieht es bei der Fliegenroute. Wenn es dahinter schon mal anfängt zu platschen. Jetzt muss ich mal eben die hier nehmen. Zack. Wenn es dahinter schon anfängt zu platschen, hinterm Köder. Dann ist da schon eine Forelle hinterher. Dann platscht es einmal, dann platscht es vielleicht noch ein zweites Mal. Und dann kommt aber in der Regel der Biss. Zack, das war jetzt eine 1 Kilo. So. Man kann auch manchmal so ein bisschen so zapp, zapp, zapp. Man sieht das dann hier vorne ganz schön. Also diese ganz kleinen Bewegungen, wenn man so ranzoomt, klack, klack, klack. Und das reicht manchmal schon aus, um eine Forelle zu triggern. Zack.
von den Ködern auch einfach ein bisschen rumprobieren. Ich habe jetzt gerade hier, nehmen wir mal rein. Ich habe jetzt hier gerade die Rubyfly, die rote, die grüne hier, der Grashüpfer sollte aber auch funktionieren. Einfach durchprobieren. Ich nehme halt gerne die etwas größeren. Ich will ja auch ein paar große Brocken fangen. Und da platscht es schon einmal. Eins, zwei, drei und einmal wieder ziehen. Und auch gar nicht so gestresst, ne? Also es ist... Zack. Ruhig in Ruhe hier durchziehen. Und da kommt schon... Und da kommt er schon, genau. Hat sich kurz dahinter geplatscht und dann kam direkt der Anbiss, jawohl. Auf der 1 geht auch gerade wieder was ab, auf der Pose. Und die nächste. Sehr gut. Es müssen nicht alle riesengroß sein. Das Schöne hier bei den, beim Fliegenfischen ist natürlich, dass man dann die, den Köder nicht so, zack, nicht so hart verbraucht. Man muss halt ein bisschen bedenken, wenn man nur grüne fängt oder untermaßige Forellen, dann wird der Schrimpköder ein bisschen teuer. Da kosten ja 10 Stück 20 Silber. Also für... Fürs untermaßige Angeln ist es nicht effektiv. Also man muss schon zwischendurch ein paar blaue dabei haben. Dann macht das Sinn. Und wieder ziehen. Zack. 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 Jetzt machen wir einfach nur noch mal linke Maustaste. Ich glaube, da ist der, der Schnurrback. Das ist ein Bug, der kam jetzt irgendwie mit dem letzten Patch. Man sieht vorne die Spitze, wird so eckig. Und der Köder an sich hüpft irgendwie nur noch, als ob der gar nicht auf der Fläche liegt. Der hüpft irgendwie, als ob der über der Fläche, über der Oberfläche schwebt. Und jetzt, wenn man so zieht, der hübbelt, als ob der gar nicht wirklich Kontakt hat. Das ist leider ein Bug. Ich hoffe, das wird bald behoben. Gucken wir mal. Man, und auch das jetzt, der, ich mache jetzt gar nichts, der kommt einfach an. Zack. Also das ist ganz typisch für diesen Bug. Passiert manchmal beim Fliegenfischen. Wenn ihr das seht an der Spitze, pff, sofort einholen. Da passiert dann eh nichts, da beißt auch nichts drauf. Zack, und da kommt der nächste Biss. Ganz komische Bewegung jetzt gerade auch schon wieder. Aber, ja, doch, lübt. Ganz komische Schnurbewegung war da gerade drin. Aber der Fisch hat gebissen und ist gehakt und ist dran. 2 Kilo und nochmal. Jo, ich mach nochmal ein bisschen weiter und dann gucken wir uns gleich mal den Kescher an. Ja, ich habe dann mal den Kescher so einigermaßen gefüllt. Das heißt, ich habe jetzt ungefähr 50 Kilo Fische mit drin. Die gehen wir jetzt mal verkaufen. Dadurch, dass ich ja den größeren Kescher habe, muss ich das mal so ein bisschen runterrechnen auf einen normal großen oder auf mal so einen mittleren Kescher. Rund 300 Silber waren das jetzt. 21 Forellen. 21 Forellen. Anfangs auch noch ein paar kleine dabei, aber selbst die kleinen, die kann man mal mitnehmen. Das ist gar nicht so tragisch. Aber wenn man natürlich hier oben schaut, die dicken, fetten Brocken bis zu 40 Silber für eine Forelle, mega gut. Das lohnt sich. Katsching! Richtig. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen da lassen, den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal.